Nach 85 Jahren ist ein alter deutscher Großsegler zurück auf der Elbe. Ohne Kapitän, mit Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim. Das Projekt hatte eine Dimension, die riskant war. Die Höhen und Tiefen, die das Projekt durchlaufen hat. Einfahrt in die Stör am 1. August 2017. Nach dem Atlantik im Dockschiff, nach dem zweiten Leben als Schulschiff in England, als Museum in New York, beginnt jetzt das dritte auf der Peterswerft in Schleswig-Holstein. Gesegelt ist die Viermastbark nur in ihrem ersten Leben für Hamburg nach Chile. 34 Mal um Kap Horn. In den Zustand soll sie zurückversetzt werden. Beispiellos auf der Welt und für die Werft. Marc Detlefs ist ihr Leiter. Wir beklagen uns auch nicht, dass wir den Auftrag gewonnen haben hier. Ist ein Highlight. Ist so. Habe ich auch gesagt, gibt es nur einmal im Schiffbauleben. Hier habe ich meinen Mitarbeitern auch gesagt, dass wir sowas machen dürfen. Also genießt das. Ne, sowas gibt es nicht wieder. Ne? Ein Torso. Die Viermastbark 1911 bei Blumenfoss gebaut, war ein Fall für die Abwrackwerft in New York. Jetzt ist sie eingerüstet. Der Wiederaufbau beginnt am Rumpf. Joachim Kaiser hat die Vision. Hat die Werft das Handwerk? Ali Sahingöz koordiniert den Austausch der Stahlplatten. Es wird geschweißt. Dabei war das Schiff doch ursprünglich genietet. Die Niete, die markanten Stahlbolzen sollen aber nicht mitverschrottet, sondern erhalten werden, auch wenn sie funktionslos sind. Wir haben zusammen mit der Peterswerf ein Erhaltungskonzept und Rekonstruktionskonzept erarbeitet. Und das ist für mich, wenn ich komme, immer eine Freude zu sehen. Sie machen genau das, was verabredet ist. In sehr, sehr guter Qualität. Eine Legende, mit der er litt, das war die Peking in New York für Joachim Kaiser. Nun ist er ihr Projektsteurer. Ich war gerade frisch in Rente. Ich habe gerade ein Jahr gesegelt und es wunderbar gefunden. Aber das hat irgendwie von mir Besitz ergriffen. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, als wie repariere ich dieses Schiff, wie gehe ich daran? Was für Kompromisse muss man machen? Ali Sahingöz nimmt erst Maß, dann schneidet er die Platten, dann gibt er ihnen die Form der Schiffswand. Die Peking war Werftgespräch, bevor sie kam. Die habe ich, als sie das Angebot gemacht haben, in der Zeichnung und Bilder gesehen davon, als sie in New York war. Ja, ich habe gedacht, hoffentlich kommt die Laube nicht hier, der Rostlauf. Es wird Herbst, es wird Winter und mit den Wildgänsen im Deichvorland kommt das Frühjahr an die Stör. Es ist 2018. Das Deck ist dran, der Rumpf ist fertig. Ali ist mit dem Projektleiter der Werft am Kiel, am Rückgrat des Schiffs. Das ist der tiefste Punkt vom Schiff, das ist Sohle, also da... Genau, niedrig und widrig. Genau. Okay. Niedrig und widrig, diese Stelle. Wo Wasser austritt und wenn es nur Tropfen sind, muss es ein Loch geben. Niklas Pfaff ist der Projektleiter und die Peking sein Schiff, bis sie die Werft wieder verlässt. Nicht so schlimm. Nach oben, aufs Deck. Innen und oben war die Korrosion viel dramatischer als ganz unten. Nach einem Jahr ist die Form schon erkennbar, die eines Tages mit Oregon Pine belegt werden soll. Das legendäre Holzdeck. 100 Meter lang. Komplett lang, das gesamte Schiff. Dann wird es sehr hübsch werden, das wird sehr hübsch aussehen danach. Sehr hübsch. Ja, das wird sehr hübsch aussehen. Alles klar. Okay. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Noch nicht ganz. Niklas Pfaff hat vor dem Wochenende noch eine Konferenz. Gut. Bekannt sind, glaube ich, so grob alle. Ne? Wir haben... Mit den Zulieferern, der Bauaufsicht, den Auftraggebern. Alle koordiniert der Projektleiter der Werft, der auch seine Peking-Geschichte hat. 2008 war Niklas Pfaff in New York. Naja, ich habe mich davor fotografiert. Das ist schon beeindruckend. Also, Punkt. Das ist einfach nur beeindruckend. Das ist mächtig und respekteinflößend.
Im Moment haben wir 20 Meter Heckmaß, ne? Nee, 4. Projektleitung zu zweit, Torge und Niklas. Niklas Pfaff war selbst Kapitän, bevor er zur Werft kam. Dieses alte Erhaben klingt schnulzig, aber im Grunde dieses Erhabene, dass man da an Bord geht und man sich so denkt, hier, das Schiff guckt einen gerade an und denkt sich, was kommt denn jetzt wieder für ein Jungspunter lang gelaufen? Wer weiß, wie viele Menschen da schon wie enge Verbindungen zu hatten zu diesem Schiff. Ne? Egal, ob das jetzt die Besatzung war, die Segelnde, oder auch die Hunderte von Schülern, die in der Internatszeit da durchgelaufen sind. Ne? Hamburg, der Hansahafen. In Schuppen 50, einem der letzten, die noch so aussehen wie zu den Zeiten der Großsegler, befindet sich das Hafenmuseum der Hansestadt. Mit viel Platz. Den brauchen Takler, wenn sie die alten Drähte der Peking restaurieren. Ein internationales Team. Carla Enchelmeier kommt aus Göttingen. Alte Technik und uraltes Vokabular. Und danach wird es noch mal mit Labsalbe eingeschmiert, also ganz viel, sodass es schön quetscht. Und danach wird es bekledet, also mit dem Hüsing noch mal umwickelt. Dann aber gegen den Schlag. Kompliziert in der Theorie, in der Praxis anschaulich. Labsalbe, Hüsing. Der Schlüsselbegriff ist bekleden. Bekleden, das kommt von bekleiden. Also, ja, drumrum wickeln. Zum Schutz gegen Sonne und Salzwasser. Die Drähte sind in New York gesichert und nummeriert worden. Und ein Takler hat den Überblick, der Hamburger Jochen Gnass. 41. 30-1, das ist richtig, 41-30-2, Großunterwand Nummer 3. Das sind dann die ersten Drähte, wenn die Masten reingestellt werden, die den frisch gestellten Mast auch halten. Ne? Der würde ja von alleine nicht stehen, sondern auch umfallen. Aus Dänemark, Südafrika, Ungarn kommen die Taklerinnen und Takler. Segeln können alle. Die Drähte sind ein Job an Land. Für Carla Enchelmeier vielleicht mehr. Ich werde später dann auch mit alles wieder aufregen, also an Bord sozusagen anbringen und fertig machen und Schleifchen drauf machen. Ein langer Weg mit mehr als 200 Drähten. Glückstadt an der Elbe, Mai 2019. Ali Sahingöz wohnt hier. Um 6:30 fährt er los. 10 Minuten bis zur Peterswerft. Jeden Morgen. Jahr um Jahr. 1. September 1977. Oh, ich dachte, wir kriegst du bloß die 3 Lehrjahre rum. Ja, jetzt sind das 42 Jahre her. Arbeitsanfang 7 Uhr. Der Schiffbaumeister teilt noch mal ein. Wer macht was? Für Ali noch mal Peking, der Ankerkran. Wir versuchen das irgendwie gangbar zu kriegen, damit wir ihn wieder montieren können. Ob der sich mal hier rührt, das weiß ich nicht. So wie das aussieht, sieht das noch bildschlecht aus. Ausgerechnet heute der Ankerkran. Dabei bekommt die Peking gleich ihren Bugspriet, sozusagen der erste Mast des Großseglers. Dazu gehören eine Handvoll Stagen für die spätere Takelage. Die sollte man nicht verwechseln. Und dann gibt es hier noch zum Stampfstockstag so einen Querstab. Und das ist dann der Stampfstock. Stampfstock ist der quasi auf Stampfstockstag aufgerissen. Okay, und dann gibt's noch den Stock. Das ist der Stammstock. Das Schiff hat wieder seine alte Farbe, Standardschwarz, aber einen neuen Namen, vorübergehend. Warten auf den Bugspriet. Ein schwarzes Stag steckt da schon. Aber welches? Das dicke ist das Wasserstag, das innere, und das dünne, lange äußere ist das Stampfstag. Also nicht Stampfstockstark, sondern nur Stampfstark. Und es gibt noch den Stampfstock. 17 Meter lang, 6 Tonnen schwer. Der Bugspriet ist ein kompletter Neubau. Erst wenn er fester Teil des Schiffs ist, kommt die Peking auf ihre alte Länge von 115 Meter.
Und erst jetzt kommen die Stagen dran. Der alte Segler gewinnt seine Konturen zurück. Die Schiffbauer haben bald andere Baustellen. Auch wenn manche von ihnen sich ein bisschen an die Peking gewöhnt haben. Ja, sehr, nicht nur ein bisschen. Jetzt sieht das ja einigermaßen ja ziemlich fertig aus. Jetzt hat er Form und Gestalt eingenommen. Es ist, man schließt das doch noch an den Herz. Der Ankerkran ist wieder gangbar. Das war's mit der Peking. Morgen ist Ali auf einem Schlepper. Dann sind die Takler dran. Die Takler aus dem Hafenmuseum Hamburg, ab jetzt in Wewelsfleth. Mit den Masten wird das Schiff in die Höhe gehen. Das Terrain von Georg Albinus, genannt Schorsch. Carla unterschreibt die Sicherheitshinweise. Es liegt eine Aufregung in der Luft, sagen wir so. Das Ziel ist es, zu Mittag fertig zu sein. Mal schauen, ich habe gut gefrühstückt. Okay, bis gleich. Der Fockmast soll heute gestellt werden. Der erste von vier, vorne im Schiff. Jeder Mast wiegt mehr als 20 Tonnen. Dafür braucht man zwei Kräne. Und am Ende auch noch Schorsch Albinus am Kettenzug. Dann noch drei, ne? Carla und Jochen haben die Luftaufsicht. Der Überblick ist vor allem dann wichtig, wenn Schorsch ganz unten im Schiff mit der Millimeterarbeit anfängt. Andrew? Wow, Richtung sieht gut aus. Das sieht gut aus, Niklas. 4 Meter ungefähr noch runter. Der Mast steht. Nächste Aufgabe, die Leinen lösen, mit denen die Drähte gesichert sind. Die Drähte, die Carla und Jochen in Hamburg vorbereitet haben. Die restlichen, die wir jetzt noch drüber stülpen, sind zum Beispiel welche mit so einen Augen wie hier. Alle Drähte zusammen sollen einmal die Masten halten. Das stehende Gut, wenn es denn steht, in Wochen. Wochen? Viele Wochen. Wieder der Hansehafen, wieder ein alter Schuppen. Eine Restauratorin will sich die Türen der Peking ansehen, die Joachim Kaiser hier gelagert hat. Die Türen aus dem ersten Leben des Schiffs, mit den Spuren aus dem zweiten, die Zeit in England. Officer in charge, Her Majesty's Ship, Peking. Jede Tür eine Maßanfertigung. 75. Manche mit verstecktem Schatz, ein Porzellanbeschlag. Unser Wunsch ist, dass sie natürlich wiederverwendet werden. Auf dem Schiff, ja. Im Kopfbau des Schuppens sucht Joachim Kaiser nach Spuren aus dem ersten Leben. Die Peking unter der Flagge der Hamburger Leis-Reederei. Das ist ja fast ein Klischee. Heinz Seemann hat ein Akkordeon. Sitzt auf dem Poller und singt Shanties. Aber man sieht, hier hat einer auch eine Geige. Und das wird schon eine schöne Katzenmusik gewesen sein, was sie da fabriziert haben. Die 1920er Jahre. Einer prägt das Schiff. Jürgen Jürs. Kapitän Jürs war ohne Zweifel ein exzellenter Seemann und Segler. Aber er hatte eben auch mehrere Gesichter. Und er war offenbar, wie soll man sagen, etwas unbeherrscht. 1932 die letzte Ankunft in der Elbe, bevor das Schiff nach England verkauft wird. Dieses Schiff ist ja ein Schiff der Extreme. Und eins der Extreme ist, dass es die ganzen jungen Menschen, die darauf gefahren sind, extrem geprägt hat. Jeder sagte, diese Reise hat mein Leben verändert. 1928, das Ziel der Restaurierung, Joachim Kaisers Universum. Naja, Universum, kleines Universum. Nein, aber das ist die Arbeit, die auch gemacht werden muss und die mit der Stahlarbeit, mit der groben Arbeit auf der Werft nichts zu tun hat. Aber am Ende eben sehr, sehr wichtig ist. Der Pudel war der Buchstabengeber für Peking, auch für Pamir, Passat, die anderen Schiffe der Leis-Reederei. Nikolaus Schüß, der Reeder heute, hat noch die Peking-Bauvorschrift. Für die ganze Takelage inklusive aller Zutaten ist nur allerbestes Material zu verwenden.
wie bei einem Hamburger Schiff erster Klasse gebräuchlich. Die Flying P-Liner, die Segler damals, sind der Containerflotte heute gewichen. Den Satz könnte ich noch hinzufügen, das ist nämlich genau der Punkt. Eine solche Historie ist schön zu haben, zahlt aber keine Gehälter. Mit dem Archivar der Reederei sucht Joachim Kaiser nach einem Matrosen, der später Jugendbücher geschrieben hat, auch über seine Zeit auf der Peking. Da schreibt er hier: O, welches Elend, Ausrufezeichen, der prügelnde Alte, der beißende Hund, ich beide Hände in verzweifelter Arbeit am Ruder, ein Blick genügt, ich hatte die Peking in den Wind schießen lassen. Der Name des Autors: Edgar von Zalis-Soglio. Diese vielen ganz konkreten Erwähnungen, das hat mich sehr früh dann beim Lesen bekräftigt, zu sagen, oha, das hat einen Wert als Quelle. War der prügelnde Alte Kapitän Jürs, dann muss der Autor als Matrose in den Peking-Registern auftauchen. Von Zalis-Soglio, Edgar. Und jetzt wissen wir das. Das war Jürgen Jürs, der Kapitän. Juni 2019, alle Masten gestellt. Die Peking wird ausgedockt. Ja, ist ganz gut geworden. Ne? Ganz gut geworden, sagt der Werftleiter. Das war jetzt hier in Ordnung. Also noch nicht fertig, ne? Jedes Stag hat jetzt seinen Platz am Bug. Ganz leicht sieht das Manöver aus, aber es geht nur bei Hochwasser, ohne Strömung in der Stör. Da hat Niklas Pfaff nur 20 Minuten Zeit. Sonst setzt sie auf. Beim Eindocken und Ausdocken hat man wirklich Herzschlagmomente, wo man einen hohen Puls hat. Da ist jetzt die Peking so die erste in meinem Werftleben. Man wacht jetzt zwar nicht auf der Peking auf, aber in Gedanken doch auch viel mit der Peking, ne? 2 Stunden später. Das Wasser läuft wieder, das Schiff ist fest. Oh, yeah, it's cold like that. Juli 2019. Die Takler müssen jetzt die Masten stabilisieren. Die Drähte, das stehende Gut, weiter aufbauen. Sie müssen in die Höhe. Ich denke wenig über die Höhe nach. Also man fühlt, dass es sehr, sehr hoch ist, nicht unbedingt an der Höhe, sondern an der Kraft, die man braucht, um da hochzusteigen. Also das ist die Challenge, da oben anzukommen und nicht aus der Puste zu sein. Jeden Tag stehen mehr Drähte, aber stehen sie auch im gleichen Abstand? Und sind die Kauschen, die Ösen, die sie mit dem Schiffskörper verbinden, auf gleicher Höhe? Sonst klappt das nicht. Unten in das Gurtband rein. Zur Kontrolle bauen Jochen und Carla eine Hilfskonstruktion. Kannst du mir das Blaue geben? Mit Seemannsknoten. Der modifizierte Stoppersteg. Dann mal gucken. Ist das gerade? Der Balken ist der Maßstab. Das sind ja die Kleinigkeiten, die nachher alle sehen und die sich natürlich auf jeden Fall lohnen. Kannst du noch einen Tacken höher kriegen? Also nicht einen Zentimeter. Das habe ich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt. Das ist doch in der Dimension, dass es alles härter ist, als wir jemals gehabt haben. Ist eben auch größer als alles, was wir bisher gehabt haben. Und ist eben auch von daher ganz schön hart. Es ist von der Manpower immer gerade am Limit. Und man kann sich vorstellen, warum sie keine größeren Schiffe mehr gebaut haben. Die Taklerinnen und Takler arbeiten jetzt auf Montage. Ja, Blick. Ich gehe erst mal baden. Das heißt, sie haben seit Wochen ein Zimmer in Wewelsfleet oder in Brockdorf. Januar 2020 in Hamburg. Der Reiherstieg, ein Elbarm mit hafennahen Betrieben. Hier bereiten die Takler ihre Arbeit vor, wenn es im Mast auf der Werft zu stürmisch ist. Hier hat Schorsch Albinus seinen Betrieb.
Gerade sind die Nagelbänke dran, an denen später die Seile befestigt werden. Hier ist der Fockmast. Na, quasi 100er Durchmesser, geht hier hoch. Die Messingkappen sind original, mit ihren Narben. Ist es Kap Horn gewesen oder ist es England gewesen oder ist es New York gewesen? Also das finde ich schon spannend, an solchen Bauteilen zu sehen, okay, was hat die Kappe schon miterlebt und jetzt hier einzubauen. Das Holz ist neu. Kambala aus nachhaltiger Waldwirtschaft in Kongo. Gut. Ja. Extrem teuer, extrem haltbar. Die Nadelbänke? Ja, 100 Jahre mindestens. Länger als wir leben. Ja, also die überleben ich. Definitiv. Ein Blick noch auf die alten Pläne im Büro. Boat Building and Rigging heißt Schorschs Firma. Klingt internationaler als Bootsbauer und Takler. Originale Zeichnung von der Piccili. Noch eins der P-Schiffe. Die Peking ist Schorschs größtes Projekt. Ich fand's super. Also ich war auf jeden Fall stolz. Carla ist bei Schorsch angestellt und dafür nach Hamburg gekommen. Ich habe vorher Design studiert, 5 Jahre in Halle. Das ist eine Kunsthochschule und ich habe da Industriedesign studiert, auf meine Tischlerlehre sozusagen basierend. Mich hatte auch die Gestaltung interessiert und nicht nur die Umsetzung. Ja, schon besser. Und da habe ich irgendwie handwerklich viel dazu gelernt. Das ist ein sehr praktisches Studium. Und habe dann nach einer Tätigkeit gesucht und dann die Peking gefunden. Glücklicher Zufall. Hamburg, Kieler Straße im Februar 2020. Jetzt haben wir 22 nach 6 und damit bin ich ungefähr 4 Minuten später als sonst. Wenn jetzt meine Frau wieder arbeitet, dann steht sie mit um die Zeit auf, um dann ein bisschen Vorbereitungsphase zu haben, bevor die Kinder aufwachen. Niklas Pfaff fährt zur Arbeit raus aus Hamburg. Seine Autobahnseite ist immer frei, morgens und abends. Bis zur Peterswerft und ihrem alten Schiff sind es 40 Minuten. Ja, da kommt mir schon immer so der Blick von der Hafenkante oder von der Kaimauer im Grunde, wenn man sie so in der Totalen hat, wie sie da steht mit ihren Masten und doch relativ schnittigem Bug und wie sie so langsam immer mehr wird. Zum Schluss über das Störsperrwerk, das die Peking bereits einmal passiert hat und einmal noch passieren wird, wenn alles gut geht. Nachher um 9 die erste Pause, die Arbeitsschuhe den ganzen Tag. Wo ist Torge, die andere Hälfte der Projektleitung? Ja, Torge. Niklas hier? Ja. Ihr seid nur am Abslippen, ne? Ja. Alles klar. Danke. Okay. Viel Spaß. Tschüss. 7:10, erste Runde auf der Peking. 4 Minuten später als sonst. Carla Enchelmeier ist auch schon da. Es geht jetzt um die Drähte, die das Schiff nicht mehr hatte, die komplett neu gebaut werden müssen. Also es ist Trial and Error gerade so ein bisschen. Also wir gucken, was wie wo funktioniert, in welcher Form. Und ich bin aber zufrieden. So machen wir es, würde ich sagen. Die Maße für die Drähte kommen von gegenüber aus dem ersten Stock. Mareike de Jong, eine Niederländerin, ist der Takelage immer ein paar Drähte voraus. Sie entwickelt den Masterplan. Sie ist die Rückversicherung für die Takler. Dafür nutzt sie die alten Pläne der Reederei. Und wenn die nicht helfen, die Fotografien von Joachim Kaiser. Vor 3 Jahren hat sie angefangen. Da war sie noch in Nordholland und die Peking noch in New York. Der Plan an der Wand ist immer neu, immer aktualisiert. Die Rahen liegen bereit, die Segelträger. Ein paar sind schon am Mast. Obwohl es regnet, im Februar hört der Regen gar nicht mehr auf.
Nein, ist doch gar keiner. Es sei denn, Joachim Kaiser ist unterwegs. Das Holzdeck ist da und der verantwortliche Installateur, André Michel von der Firma Volz Nautik. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Aber nicht mit dem Finish, sondern dem Fugenverguss. Einer der Schlüsselmomente der Restaurierung. Aber nicht mit Schrauben und Bohrern sind die Handwerker gekommen, sondern mit einer Plastikfolie. Ja, man geht davon aus, dass jede Beschädigung des Holzes oder des Rumpfes eigentlich schlecht ist für das weitere Leben des Decks eigentlich. Dafür werden die Planken blockweise auf das Stahldeck geklebt und dann wird Luft entzogen, ein Vakuum erzeugt. Das ist wirklich, das ist Spitzenarbeit, was wir hier bekommen. Es wird Druck gemacht, ohne das Deck auf dem Stahl zu verschrauben. Die Idee hatte man 22 Kilometer südlich von Würzburg. Ein kleiner Ort, kennt keiner. Achholzhausen bei Gaukönigshofen. Beinahe März in den Marschen. Auch André Michel hat ein Zimmer in Wewelsfleth mit seinen 1500 Einwohnern. Gaukönigshofen hat 2500 und das ist nicht der einzige Unterschied. Ich finde das Wetter relativ schlecht hier im Norden, speziell in den letzten ein, zwei Monaten. Viel Wind, Sturm, fast jeden Tag Regen. Es tropft halt die Nase, wie hält man es aus? Abends sehr lange Zeit heiß duschen, vielleicht auch mal früher ins Bett gehen. Andere Montagereisen führen in den Süden, auch international. Auf einer hat André Michel seine Frau kennengelernt. In Thailand. Sehr herzliche Leute. Und ich vermisse sie. Aber ich habe jetzt 5 Wochen Urlaub und besuche sie auf 5 Wochen. Die Wildgänse rasten wieder an der Stör auf ihrem Weg nach Norden. Und immer noch, im dritten Jahr ist das große Schiff da. Aber nicht mehr lange. Wenn es gut geht, bekommt der Fockmast heute seine zweite Rah. Carla gehört mit ihrem Industriekletterer-Schein zu dem Team, das gleich in den Mast geht. Carla, hörst du mich? Ja. Geh mal in die Richtung. Schorsch ist bei jeder Rah dabei. Die beiden sind mit Helmkameras ausgerüstet. Man muss dafür sorgen, dass man wirklich jedes Werkzeug dabei hat, das Material, was man braucht, in der ausreichenden Menge. Dann muss man da erstmal ankommen, dann muss man da sicher irgendwie sich sichern, irgendwie, bis man an dem Punkt ist, wo man dann wirklich anfangen kann. Und dann ist Mittagspause. Und dann überlegt man sich zweimal, ob man wieder runtergeht oder nicht. Schorsch greift nach dem Rack der Ra. Eklig, ne? Carla fittet das Auge ein. Dann wieder der Kettenzug zum Justieren. Und zuletzt Bolzen und Hammer. Die Ra ist fest, aber nur horizontal. Ihr Gewicht hängt noch am Werftkran. Eine Stunde ist vergangen, das sicher nicht vergessen. Über die Kette muss das Gewicht jetzt an den Mast. Carla und Schorsch in der Aktion. Der dritte, Andrew, reicht an. Ah?
Nach 2 Stunden ist die Ra fest am Mast, horizontal und vertikal. Und vor der Mittagspause. Neue Gesichter auf der regelmäßigen Konferenz. Die zukünftige Museumschefin der Peking aus Hamburg. In den Medien ist von Corona die Rede. In Deutschland gibt es aber erst 2 Dutzend Fälle. Niklas Pfaff plant die Zielgerade für die letzten Rahen. Wir würden gucken, dass wir dann bis Ende März mit allem durch sind, hätten dann noch eine Woche Puffer. Joachim Kaiser plant bis Mai, bis zu seinem endgültigen Ruhestand. Dann soll das Schiff klar zur Übergabe sein. Die Niete hat er schon gezählt. 4, 5, 6 Ergebnis, ungefähr 110.000. Die wenigen Niete oberhalb des Zwischendecks nicht mitgezählt. Am Nachmittag hat Joachim Kaiser die nächste Konferenz, diesmal aber nur zu zweit und mit Kaffee und Kuchen. Ein besonderer Gast mit besonderen Dokumenten. Für mich ist immer wichtig, dass ich Primärquellen finde. Es gibt einen Wust von Sagen, aber wie das Leben an Bord wirklich gewesen ist, das erschließt sich ja nicht so leicht. Nicht aus einer Reedereibiografie oder aus irgendwelchen Abenteuerromanen. Marianne Stürmer hat die Trekkarte ihres Schwiegervaters dabei. Von der Peking. Und da ist also jeden Tag wirklich genau aufgeführt, wo sie gewesen sind. 1925, eine der Salpeterfahrten nach Chile mit Fotoalbum. Das ist das hier. Spannend. Sehr spannend, ja. Sehr spannend. Sie können auch selber Blätter nutzen. Es kommen diese martialischen Gebräuche von der Äquatortaufe. Die wurden ja richtig eingeschmiert. Eingeschmiert, man sieht auch hier. Damit man sie dann sauber waschen konnte. Damit man sie dann sauber waschen konnte. Ja. Hier ist das Schwein. Das Zwie, genau. Du hast wieder. Ja. So. Der Sack entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein Schwein. Der lebende Proviant auf dem Holzdeck. Und da liegt ein Schiffsjunge, der das Schwein innig umarmt. Ja. Lustig, ja. Da müsste ich nochmal, das könnte mein Schwiegervater sein. Darf ich mal gucken? Das ist mein Schwiegervater da ganz links. Gerhard Stürmer hat 2 Reisen mit der Peking gemacht. Das berührt mich schon. Es verbindet einen irgendwie so. Und wenn man dann die Seefahrtsbücher von Fatis Vater und von seinen Onkeln und von seinem Großvater in der Hand hält, das verbindet einen schon so wie über die Generationen. Segelreffen, bevor es stürmisch wird im Südatlantik. Und nach Kap Horn, 22. Januar. 23. Januar, da kreuzen sich Hin- und Rückweg. Mhm. 4-mal um Kap Horn. Das dokumentiert das Seefahrtsbuch. Später wird der Leichtmatrose zum Kapitän. Aber die Erinnerung gilt dem Segelschiff. Die Peking hat Fatih geprägt. Ja, irgendwie muss man seine Schwiegereltern nennen. Ne? Mein Vater war der Papa und er war der Fatih. Die Nagelbänke sind fertig und an Bord. Wir haben jetzt hier diese Bolzen, die wir in das Holz eintreiben und dann später von unten anziehen können, ohne dass wir oben etwas festhalten an den Bolzen. Montag, 16. März 2020. 6.000 Corona-Fälle sind in Deutschland bestätigt. Seit heute sind Theater und Kinos geschlossen. Und die Kneipen, die Bars. Hier kommen kleine Schnapsgläser hin. Nach dem Segelmanöver. Sieht aus wie eine Bar, es ist aber keine Bar. Also, ja, genau. Ah, gerne ein Kaffee drin, ja. Also bevor wir die proppen, müssen wir auch alle noch. Es ist wieder ein Stück fertig für die Übergabe im Mai. Aber Corona ist jetzt auch in Hamburg, wo die Takler das Wochenende verbringen. Mich hat das am Wochenende schon durchaus ein bisschen umwühlt, auch dass dieses Ende irgendwie weiter wegrückt. Das fände ich wirklich unschön. Jetzt geht's los. Also wenn hier ein Fall auftritt, dann sind wir ja alle potenziell infiziert.
Und ich denke, dann arbeiten wir hier nicht mehr für eine Weile. Das stehende Gut steht. Das laufende Gut ist dran, die Leinen. Am Nachmittag ist Carla wieder im Mast. Die ersten Auswirkungen haben wir jetzt schon. Wir haben Sublieferanten, deren Mitarbeiter nicht mehr hierher kommen. Vor 6 Wochen hätte keiner erwartet, dass wir jetzt in so eine Situation kommen, wie wir jetzt sind. Und dementsprechend wissen wir auch nicht, was in 6 Wochen dann ist. Also im Moment ändert sich sehr stündlich sozusagen. Das Büro der Niederländerin, das Planungsbüro der Takler. Mareike de Jong kann nicht mehr nach Hause fahren. Die Grenzen sind gesperrt. Aber das ist nicht ihr Thema. Das Rote, das sind Brassen, die Braune, das sind die Topnanten. Und nach dem Stehenden plant sie jetzt das laufende Gut, nach den Drähten die Seile. Das sind Niederroller und Geien. Was ich auch so unheimlich faszinierend finde von diesen Schiffen, ist, dass das klappt technisch und das wird durch Menschen genutzt. Aber dazu ist das auch noch schön. Die große Aufgabe zum Ende ist die Rekonstruktion der Brasswinden, die der Peking abhanden gekommen sind. Dabei ist Brassen beim Segeln elementar. Wenn die Windrichtung sich ändert, können die Rahen so gepasst werden. Entweder so oder so. Und das ist Backbordhals. Und das ist der Wind. So etwas. Und das ist Brassen. Vor ein paar Jahren ist mein Mann gestorben und dann ist das Leben nicht mehr so schön. Und dann ist das auch schwierig, wieder Glück zu finden. Und ich kann, glaube ich, wirklich sagen, dass mit diesem Projekt habe ich das wieder gefunden. Mit dem Rasenmäher kommt der Frühling auf die Werft. Anfang Mai 2020. Mareike ist immer noch da. Die Montagezimmer sind besetzt oder geschlossen. Mareike hat ihr Schiff, ein Zollboot von 1935. Sonst ist das Bett raus und dann habe ich hier einen riesen Tisch für einen. Dann ist es ein Büro. Aber jetzt ist mein Schlafzimmer. Die Schiffsbilder von den Eltern. Ja, und was ich eigentlich so komisch finde, dass ich da meine ganze Jugend, ganz lange, habe ich diese Bilder gesehen, aber nicht gewusst, dass ich da etwas mitmachen kann. Heute ist die Schiffbauerin Mareike de Jong eine Instanz. Mit den Belegnägeln sind die Nagelbänke komplett. Für die Seile, für das laufende Gut. Es wird gleich gebraucht. Die von Mareike rekonstruierten Brasswinden sind geliefert worden. Heute werden sie ausprobiert. Die Brasswinden waren die Schlüsseltechnik für diese Rahsegler der letzten Generation. Weil nur mit diesen Brasswinden und der damit verbundenen Arbeitsersparnis und Personalersparnis waren diese Schiffe noch zu betreiben. Mit nur 30 Mann Besatzung, an ihrer Stelle gleich ein Dutzend Taklerinnen und Takler. Das Drahtseil, das die Rahen bewegt, beginnt bei den Winden. Hier der Draht geht einmal hoch bis kurz unter die Saaling. Da sind 2 Blöcke angeschlagen. Von dort wieder nach unten. Geht hier einmal ans Schanzkleid, wird umgelenkt. Vom Schanzkleid hoch an die Nock. Ein Seil fast so lang wie das Schiff. 100 Meter. Aber trotz der Länge leichtgängig. Und kein Matrose muss mehr bei Sturm mit dem Seil in der Hand an die Reling vor die Wellenberge. Das Brassmanöver. Sag Bescheid, wenn ich soll. Ja. Großmast langsamer. Carla und Andrew an der 2. Winde sind zu schnell. Der Fockmast ganz vorne kommt nicht hinterher. Seine Rahen sind noch nicht im spitzen Winkel wie die anderen, aber sie holen auf. Es fehlen nur die Segel, der Wind, das Meer.
Das Schiff wird nicht mehr segeln, aber es wäre bereit dafür. Die Takler haben ihre Prüfung bestanden. Am Abend notiert Jochen Gnass ein paar Restarbeiten allein an Bord. Ich guck die Schickel vom besahen Stängelstack an. Bei dem einen bin ich mir noch nicht ganz sicher, da muss ich noch mal von vorne gucken, warte. Das Landleben hat gleich ein Ende. Das Rigg, die Takelage, fertig. Die Takler können einpacken, zurück nach Hamburg. Es kommt jetzt langsam bei mir an, dass das Schiff fertig ist. So. Carla hat zum letzten Tag ein T-Shirt gemacht. Für alle, jedem in seiner Größe. Das Motiv: Brassen. Hier geht's in die Winde, dann am selben Mast hoch, aufs Schanzkleid und dann mit dem Tampen auf die Nagelbank, auf diese ganz lange. Genau. Ich war mir überlegen, ob ich zu Fuß einmal die Alpen überquere. So als Reflexion nochmal gucken. Aber mit Corona ist das gerade auch schwierig. Und von daher Campingplatz an den See fahren. Die Container werden morgen abgeholt. Carla kann jetzt ihre eigenen Sachen packen. Nicht in Wewelsfleet, eins weiter in Brockdorf. Einmal noch an den Deich. Am Anfang hat man halt die Motivation, die so groß ist und man irgendwie wuppt alles und sei es die nächsten 5 Tonnen Draht, die da ankommen. Und am Ende merkt man einfach, wie alles gerade nicht nachkommt. Die Energie wird nicht nachproduziert, wenn man einfach keine Regenerationszeit hat oder nicht genug für einen selber. Da gäbe es schon das nächste Schiff, aber Carla braucht erstmal Abstand zu diesem. Nächste Woche kommt die Delegation aus Hamburg zur Übergabe. Die Peking hat ein freies Wochenende und bekommt Besuch. Niklas Pfaff mit seiner Familie. Christopher, seine Schwester Clara, seine Mutter Dorothee und der Jüngste Karl. Beim letzten Besuch war das Kartenhaus noch eingerüstet. Die sind auch original. Und die 4 hier oben, die sind alle neu. Die Scheiben vom Skylight. Das ist ein bisschen heller als das. Sollen wir einmal das Sprachrohr ausprobieren? Guck mal hier. Das Sprachrohr. Vom Kapitän zum Steuermann. Rufen bei Sturm? Aussichtslos. Und damit die sich unterhalten konnten, konnte der hier reinrufen. Und die konnten dann hinten hören, wo sie hin sollen. Hallo, hallo. Das Gegenstück fast 50 Meter entfernt. Hallo. Das geht nicht spurlos an einem vorüber. Auch die ganze Familie ist, also jetzt ganz im Ernst, die sind da total, das ist schon ein Projekt, was? Christopher, Vorsicht. Hast du gehört? Das ist ein Originalteil. Also die letzten Wochen waren für mich schon auch extrem, weil ich auch wieder arbeiten muss und dann mit 3 Kindern zu Hause und so. Und darauf wurde jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Rücksicht genommen, aber irgendwie macht man es für so ein Schiff lieber. Die Ankerkette vorne am Bug. Wohin würden die Kinder mit so einem Schiff fahren? Mauritius. Das passt ja. Einmal nach Südafrika fahren und dann von Südafrika zu Frankreich fahren. Von Frankreich nach Hamburg, von Hamburg nach Südafrika und dann nach Hamburg. Wenn ich jetzt zu Hause erzähle, dann ist nach so einem Besuch auch immer das Interesse viel größer. Ne? Und dann freuen die sich wieder, weil sie wissen, dass es
mein Projekt und damit beschäftige ich und das ist mir wichtig und dadurch wird es Ihnen dann halt auch wichtig. Am 15. Mai 2020 übernimmt die Stadt Hamburg das Schiff von der ausführenden Stiftung Hamburg Maritim. Niklas Pfaff steht schon wieder am Kartenhaus und Joachim Kaiser hat für den Museumsvorstand ein Symbol. Schweren Herzens trenne ich mich jetzt davon und rate Ihnen an, nehmen Sie es auch lieber wieder in Ihr Zimmer. Das Originalbauschild von 1911. Vorsichtig, es ist schwer. Haben Sie Schutzkappenschuhe? Na? Ob der Museumsvorstand Arbeitsschuhe trägt, da muss der Werftleiter schmunzeln. Mit der Übergabe wechselt Joachim Kaiser in den Ruhestand. Auftrag ausgeführt. Das war natürlich bei der Peking noch mal ein noch stärkerer Antrieb, zu wissen, das Schiff wird ein Hamburger Wahrzeichen werden. Das war mir immer klar. Nicht der Vorstand packt das Schild ein. Der Wäschesack von Joachim Kaiser. Sondern Ursula Riechenberger, die Projektleiterin des zukünftigen Deutschen Hafenmuseums in Hamburg. Dessen Aushängeschild die Peking einmal werden soll. Am 7. September soll sie nach Hamburg fahren. Der Sommer ist für die Nacharbeiten. Das Deck wird geschliffen. Die aufgetragene Dichtungsmasse da geschnitten, wo sie nicht dicht ist. Hier ist es eigentlich nur eine ganz kleine, minimale Blase, aber sie wird halt herausgeschnitten, weil man es nicht weiß, wie tief sie reingeht oder wie groß sie ist. Also nochmal auftragen, nochmal trocknen. Nochmal 3 Wochen ist André Michel mit seinem Team in Wewelsfleet. Bis zu den letzten von 1000 Quadratmetern. Jan, super. Ja, bin zufrieden. Alles gut gelaufen, Deck sieht schön aus, die Werft freut sich. Auch die ersten der im Schuppen gesicherten Türen sind aufgearbeitet, wieder eingebaut. André Michel wollte eigentlich früher zurück sein von seiner Frau, seiner Familie in Thailand. Aber der Flughafen in Bangkok war geschlossen, mehr als 3 Monate. So wird es der Hochsommer mit weniger Regen in Wewelsfleet. Wo ist der Lüfter? Vorne. September 2020. Niklas Pfaff und Torge Averhoff, die beiden Projektleiter, müssen letzte Probleme lösen. Das Lüftungsrohr ist noch nicht seefest. Je näher man zum Ende kommt, desto kurzfristiger wird die Taktung. Dann sagt man eben nicht nächste Woche, sondern dann doch lieber morgen. Und noch später kommt man dann dahin, wo man sagt, okay, nicht morgen, sondern halt nachher spätestens. Der eine große Laderaum, ursprünglich für die Salpetersäcke, rechtzeitig von den Gerüsten befreit. Aber an die Pumpe in der Bilge müssen sie noch mal ran. Und die Pumpen sind ja dafür da, um das Lenzwasser rauszupumpen quasi. Im Zweifelsfall legt der Projektleiter selbst Hand an. Mach das jetzt nicht kaputt. Einmal sauber machen sollten wir es. Ja, aber wir müssen ja die einmal Probe machen. Das heißt, wir müssen einmal hier den Wasserschlauch hier. Jedenfalls muss das Wasser raus, bevor es losgeht. Es steht da schon viel zu lang. Mückenlarven. Ja, wenn wir denen das Wasser unter Pumpen, dann haben sie auch nicht viel zu leben. Nee. Der Fahrstuhl ist fertig. Ja, und los geht's. Die Peking ist wiederhergestellt im Zustand von 1928, bis auf den Fahrstuhl, für den barrierefreien Museumsbesuch. Eigentlich unser kleines Baby hier, und echt gut geworden, finden wir alle. Ja? Ja. Früher gab es nur Leitern in den Laderaum. Ne? Das ist der Fahrstuhl. Viel, viel Arbeit, aber eben halt sehr effizient. Die letzte Runde hat schon zu lang gedauert. Die beiden haben noch eine Besprechung mit dem Kapitän des Werftschleppers vor dem Ablegen morgen früh. Wegen Freitag sagst du noch mal Bescheid. Ja. Der hat noch ein paar wichtige Fragen. Der Kühlschrank an Bord, ist der noch aktiv? Mhm. Ja? Ob der Kühlschrank bei ihm an Bord funktioniert? Hochwasser ist um 5.30 Uhr und um 17.37 Uhr. Das Störsperrwerk, das Nadelöhr morgen früh. Nur bei Hochwasser kommt die Peking hier durch. Ihr letzter Abend auf der Peterswerft.
Es ist der 7. September 2020. Joachim Kaiser war 6 Wochen nicht an Bord. Er ist jetzt einer von 25. George Albinus, ja. Jochen Gnas, ja. Paula Enschelmeier, ja. Joachim Kaiser, ja. Ursula Riechenberger. Ja. Wir sind auf einem Schiff, gefühlt, und der Kapitän hat das Kommando und ihm ist Folge zu leisten. Der Kapitän ist Ben Lodemann, älter Mann der Hamburger Elblotsen. Alles los, dann ziehen wir die Line gleich an Bord, die Schwarzen. Torge Averhoff an der Vorleine. Die 2 Schlepper und ihre Kühlschränke sind auf Position. Kann die alle mit hochziehen? Leinen los, nach 3 Jahren, 1 Monat und 6 Tagen. Die Werftleitung, Familie Detlefs. Man ist im Preis geblieben. Mit 26 von insgesamt 38 Millionen Euro Kosten aus Bundesmitteln. Jetzt muss sie nur noch heil nach Hamburg kommen. Der Kapitän und die Lotsen. Der Wolf 3 kommt jetzt mal ein bisschen nach Steuerbord. Ja, dann passt das. Dann passt das, ja. Das Störsperrwerk, nur mit gebrassten Rahen, nur bei Hochwasser. Um 6.30 Uhr ist der Deich voller Menschen. Der erste heute Morgen war schon ein bisschen heftig. Der hat schon irgendwie tote Tatten geweckt. Das war auf jeden Fall schon ein bisschen doll. Um 7 gibt die Werft einen aus. Erleichterung. Das ist total schön mit dem Seerauch. Die Sperrwerkspassage ist geglückt. Der Tag ist jung und die Peking zurück auf der Elbe. Hausschuhe ziehen wir aus. Gut, Attacke, ne? Schorsch muss kurz in den Mast. Carla bleibt unten. Ich bin heute nur unterwegs und winke, ist meine Aufgabe. Da habe ich richtig Bock drauf. Davor wird gebrast. Ein leichtes Manöver und viel Zeit. Ja, ganz ernstes Gesicht machen dabei. Ja. Um 8 Uhr sind die Rahen wieder quer zum Schiff. Oder um 8 Glasen. 8 Gläser. Ende Wache. Nächstes wieder einmal. Es ist ein bisschen wie ein Kind. Das ist. Aber das ist mit Kindern so. Du sollst dich verabschieden. Elbaufwärts mit wachsender Begleitung auf dem Wasser und an Land. Alle bereit? Ja. Es ist 9.30 Uhr. Der Geleitzug ist vor Stader Sand. Wir haben ja diese ganze Armada, die uns so treu und gut begleitet hat. Und die müssen jetzt mal langsam machen, weil wir quasi über Steuerbord denen vor die Nase laufen werden. Und deswegen hat die Wasserschutz sich da ein bisschen nach vorne gesetzt, um das abzubremsen. Die Wasserschutzpolizei im Schlauchboot. Die fahren einfach vorbei. Ab 10 liegt die Peking still, auf Rede. Ihr Liegeplatz in Hamburg kann nur bei auflaufend Wasser erreicht werden. Warten auf die Flut. Die kleinen Festmacherboote da, also wir gönnen es dir gut. Und Ursel Riechenberger, unter ihrer Obhut kommt das Schiff in Hamburg. So ein Tag ist unvergesslich. Ne? Das ist einzigartig. Sowas macht man einmal mit. Und deswegen muss man es und kann man es auch genießen. Eine Art Piratenschiff mit russischer Flagge grüßt die Peking auf seine Art. Jeder salutet so, wie er das kann. Wir machen halt eine Laola-Welle. Es werden immer noch mehr. Ein Begrüßungssignal nach dem anderen oben. Unten im Laderaum nimmt die Niederländerin Abschied. Um 4:30 hat die Peking wieder Fahrt aufgenommen. Kurz vor 5 erreicht sie die Hamburger Landesgrenze. Das erste Mal seit 1932. Wir haben einiges zusammen durchgemacht hier. Unser Team
Und dieses Schiff, das waren Höhen und Tiefen. Und heute werden wir belohnt durch die Höhen. Das ist schön. Die Takler versammeln sich vorne auf der Back, alle bis auf Jochen Gnas. Das Schiff fährt gleich an Övelgönne vorbei, wo er vor Jahrzehnten seine Tauwerkstatt gegründet hat und als Kind die Seefahrt kennengelernt. Ist ein Begrüßungssignal. Ich begrüße meine Mutter. Links daneben, da geht gerade über die Flagge hoch, eine Hamburg-Flagge. Jetzt ist sie oben. Ich gehe jetzt in den Mast. Zu den anderen Taglern. Die Tagler sind alle im Rick als Paradeformation sozusagen zum Einlaufen nach Hamburg. Guck mal, wo der weiße Helm ist. Bis nachher. Tschüss. Am rechten Ende von dem weißen Bogen, von dem weißen Ausschnitt, da steht meine Familie, mein Vater, meine Schwester aus Kiel und meine Nichte und meine drei Kinder und meine Frau. Das ist toll. Der Hansahafen ist für Begleitschiffe gesperrt. Vorläufig wird das Schiff auch nicht besuchbar sein in Corona-Zeiten. Zum Bedauern des bisherigen Steuermanns und der zukünftigen Steuerfrau. Aber vor diesem Schuppen lag er schon vor mehr als 90 Jahren, der Flying P-Liner. Und Carla Enchelmeier hat hier vor 2,5 Jahren Drähte bekleidet. Ich habe vorhin auf den Rahmen gesagt, also jetzt mal fürs ganze Leben gesprochen, unter den Top 10 wird es auf jeden Fall bleiben. Mit der ersten Leine an Land ist die Stadt Hamburg verantwortlich. Und ich wohne gleich da drüben, ich werde sie von meinem Fenster fast sehen können. Ich bin hier oft. Es ist nicht vorbei. In ihrem ersten Leben blieb die Peking immer nur kurz im Hafen. Jetzt ist sie gekommen, um zu bleiben. Die Crew muss zurück nach Wewelsvleet oder in die Niederlande. Es ist der 7. September 2020. Und in Hamburg beginnt das dritte Leben der Peking.